Freunde der Nacht, was geht ab hier? Stefan Lamm ist wieder mal hier zu einem neuen Erklärvideo, nämlich über das Improvisieren. Ich starte eine neue Reihe, und zwar eine ganz spezielle Reihe zum Improvisieren mit Tenorsaxophon und mit Altsaxophon. Mit Altsaxophon habe ich das schon reingestellt, der Link ist unten. Ich habe angefangen, etwa 10 Play-Alongs zu erstellen zum Improvisieren, und zwar mit den Basics von Grund auf. Das heißt, schaut euch die Videos an. Das Video ist jetzt hier die Nummer 1 in der Improvisationsserie. Das heißt, ich fange ganz neu an, ihr könnt ganz neu einsteigen. Step by Step Basics, das heißt, es ist, ihr könnt da das sehr schön mitverfolgen, und ich freue mich, dass ich mich jetzt auch selber dazu entschlossen habe, wirklich von Grund auf das jetzt zu produzieren und zu machen, und die ersten Aufnahmen, die ersten 10 Play-Alongs mit ausgiebigem Notenmaterial sind bereits fertig für Altsaxophon und jetzt hier für Tenorsaxophon. Und jetzt fangen wir an. Ihr wollt ja auch jetzt was lernen, nämlich improvisieren. Viele haben mich da gefragt, ich mache das von Grund auf, und ich mache das so, wie ich es selber erlernt habe, weil ich habe auch sehr gute Lehrer gehabt. Und das Gute daran ist, ich spiele vor und ich lasse euch Raum, euch genau das nachzuspielen, was ich vorher spiele. Ja, das ist das Prinzip hören und nachvollziehen. Ja, so lernt man es am schnellsten. Man nimmt die Phrasierung an, was man hört, man kann das nachspielen. Ja. Und da gibt es diese Play-Alongs sind so, ich spiele 2 Takte vor, das ist alles auf Notenmaterial, und ihr spielt dann 2 Takte dann nach, und dann geht es auch sogar über 4 Takte. Dann gibt es langsame Tempi und es gibt ein bisschen schnellere Tempi. Das heißt, so dass man also den Fortschritt wirklich jeden Tag sieht. Und wenn ihr das öfters macht, dann kommt ihr in das Improvisieren automatisch rein. Ja? Da könnt ihr euch freuen drauf, weil das ist wirklich von Grund auf Step by Step mit den Basics. So, fangen wir an. Improvisieren 2-5-1 ist das Schlagwort beim Improvisieren. Was heißt das? Das ist die 2. Stufe, die 5. Stufe und die 1. Stufe. Das sind die meistgespielten Akkordfolgen auf der ganzen Welt, von den Liedern, von den Pop, von Rock, von Jazz. 2-5-1 Verbindungen. Ja, was ist das? Ja, wir gehen von Tonart C-Dur aus. C-Dur heißt, die C-Dur-Tonleiter kennt sie ja, C, D, E, F, G, A, H, C. Das wäre die 1. Stufe. So, und jetzt kann man zu jedem Ton von der C-Dur-Tonleiter, von jedem Ton. C-Dur ist die 1. Stufe, dann wäre D-Dur die 2., nicht D-Dur, sondern D wäre die 2. Stufe, und dann können wir spielen von D zum nächsten D mit den Vorzeichen von C, nämlich keine. Ja, das machen wir mal jetzt, wir spielen mal von D zu D mit den Vorzeichen von C-Dur. D, D, E, F, G, A, H, C, D, C, H, A, G, F, E, D. Ganz einfach. Und jetzt habt ihr schon die D-Moll-Tonleiter gespielt. Ich sage jetzt nicht die speziellen Skalen dazu, das wäre jetzt die dorische Skala. Die vergessen wir mal. Das ist die 2. Stufe von D zu D. Ja? 2. Stufe von C-Dur ist von D zu D, ist D-Moll. Und wenn wir von D-Moll den Dreiklang bilden, das heißt, wir lassen immer einen aus. D fangen wir an. Das ist der 1. Ton, dann kommt der Ton E, den lassen wir aus. F, den nehmen wir wieder. Dann kommt G, lassen wir aus. Dann kommt A, den nehmen wir wieder. Und so weiter. Und dann kommt C, das ist nämlich genau der 7. Ton von D, darum ist das D mol 7. Und dann klingt das folgendermaßen. D, F, A, C.
Ja, in allen Variationen spielen, auf und runter, singen. D, F, A, C, D, C, A, F, D. Da geht es ins Ohr. Ich sage singen. Singt die Notennamen, singt da, da, da oder ba, ba, ba. Egal wie, versucht auch genau die Notenhöhen zu singen. Ja. Es geht ins Ohr und es ist ungemein wichtig. Ihr werdet auf den Schlag sofort besser, ihr hört es besser, ihr spielt es besser, wenn man wirklich die Sachen singt. Also, singen ist angesagt. So, D-Moll, zweite Stufe. So, und ja, dann, wenn wir den dritten Ton hernehmen von C, dann wäre das von E zu E, wäre die dritte Stufe. Ist klar, dann von F zu F wäre die vierte Stufe. Von G zu G, jetzt kommt's, das ist die fünfte Stufe. Von G zu G, wir spielen, wir fangen mit G an, bis zum G rauf und wieder runter. Wir spielen hier kein Fis, wir sind hier nicht in G-Dur, sondern wir spielen G7, ja, da ist gerade das Fis, wird nämlich hier zu F. G, A, H, C, D, E, F, G. F, E, D, C, H, A, G. Dann nehmen wir wieder den Dreiklang bzw. Vierklang. G, H, D, F, D, H, G. Rauf und runter stimmen, das ist der G7, das ist die fünfte Stufe. Also, wir haben D-Moll 7, ist die zweite Stufe von C. Wir haben G7, ein G-Dur-Dreiklang mit der siebten Stufe, und nämlich mit der kleinen Sept. Die große Sept wäre das Fis, das ist hier nicht der Fall, weil Fis ist ja in C-Dur nicht drin. Darum heißt es G7. Wenn immer ein Sept da ist, dann ist es immer die kleine Sept. Ja? Ansonsten ist es immer die Dur-Sept und die Dur-Sept ist immer die größere. Dann würde es heißen G7J oder G7 Major. Wir haben hier nur G7, die kleine Sept. G, H, D, F. So, und dann haben wir schon die zweite Verbindung, die fünfte. Und die erste haben wir auch. Das können wir noch spielen. Das ist der C-Dur-Dreiklang, C, E, G, H, gehen wir da spielen, ja. Das ist, sind also hier diese drei Verbindungen. Die erste Stufe C, zweite Stufe D-Moll, dritte Stufe G7. Und dann sind wir schon drin beim Improvisieren. Jetzt müssen wir die zwei, drei Sachen zusammenbinden. Wir fangen an mit D-Moll 7 und dann kommt G7 und dann kommt C. Das heißt, wir spielen den D-Moll 7 Dreiklang bis zum C. D, F, A, C. Und jetzt schließen wir den G7 an. Das ist die Terz von G7, ist das H. Ja, die Terz von G7, G, H, D, F, ist das H. Und von H spielen wir runter mit den G7 Tönen. Und dann hört man schon, das D unten geht dann zum C. Beides zusammen.
haben wir verbunden? Die zweite Stufe zur fünften Stufe, zur ersten Stufe. Und damit es gut ins Ohr geht, machen wir drei Klänge. Hernach später können wir dann die Skalen spielen. Ja, das heißt, da kommen also mehr Töne vor. Jetzt ist es wichtig, dass man die Verbindung so ins Ohr kriegt. Okay, also, und dann können wir weitergehen. Jetzt können wir bei D-Moll 7 nicht mit D anfangen, sondern wir fangen mit der Terz an, bei F. F, A, C, D, F. F, A, C, D, F. Das ist die erste Umkehrung. Ja, das heißt, wenn man das D nach oben tut, dann haben wir F den ersten Ton. F, A, C, D, F. Dann schließt sich der G7 an. Beim G7 nehmen wir die Quinte dazu von G. Das ist das D. F, D, H, G, I. Ja, der Verbindungston, ihr seht es an den Noten, der Verbindungston ist der Ton F. F ist sowohl Terz von D-Moll 7 als auch der siebte Ton von G7. Ja? Wir verbinden die beide nochmal. Wir können auch in der Oktavlage spielen. So, und dann gibt es noch eine Umkehrung. Das heißt, man fängt bei D-Moll 7 nicht mit dem Ton D und auch nicht mit F, sondern mit der Quinte an mit A. A, A, C, D, F. Da kommt G7. G, F, D, H, G. Also in den Umkehrungen spielen. Und jetzt haben wir schon ziemlich viel Material, was wir spielen können. Und da gibt es jetzt dazu auch diese Play-Alongs, wo ich zunächst einmal vorspiele. Und ihr spielt dann nach. Das machen wir jetzt gleich sofort, damit ihr hört, wie das klingt. Achtung, es geht los. Ja, und so weiter und so fort. Ich habe hier genügend Material, etwa 10 Play-Alongs mit Lehrer-Schüler. Das heißt, es kommt dann Backing Track Nummer 5 zum Beispiel, können wir jetzt gerne mal zusammenspielen. Dann hört ihr mal, dass das auch eine fortschreitende Entwicklung ist, was wir da machen mit dem Tonmaterial. Das heißt, ihr schaut die Töne an und spielt mir nach, was ich vorspiele. Und dann habt ihr auch noch Play-Alongs ohne Lehrer. Das heißt, ihr könnt es ganz alleine spielen. Entweder anhand
des Notenmaterials oder ihr lasst euch was selber einfallen. Es ist relativ leicht und ich kann euch sagen, wenn ihr das sehr oft macht, seid ihr bald dabei, das wirklich gut zu spielen und auch gut zu improvisieren. Hier jetzt einmal mit der leichten Tonart und die anderen Tonarten folgen nach und nach. Dann kommt auch in diesen Improvisationsteilen auch der Blues etc. etc. Jetzt zum Beispiel das und jetzt machen wir den Backing Track Nummer 5. Ja, das wären diese Play-Alongs gewesen. Das sind diese Play-Alongs. Das Notenmaterial dazu, das könnt ihr gerne haben für Tenor und für Alt. Übrigens ist das die beste, effektivste Übung, das man machen kann. Einer spielt vor, man hört es, man hört die Artikulation, man hört die Phrasierung und dann versucht man nachzumachen. Zunächst natürlich mit Noten, ja, dass man das anhand der Noten hat. Und dann, wenn man es ein paar Mal probiert, kann man auch die Noten weglassen und kann was Eigenes nachmachen. Ja, man muss nicht das nehmen, was der Lehrer gerade vorspielt. Das ist zum Einstieg. Aber dann, zum Improvisieren, macht man das einfach als Frage und Antwort. Er spielt was, du spielst was nach. Dann spielt er wieder was. Und das ist das Beste, was es gibt. Also richtig zum Hören, richtig zum Nachmachen. Schön, dass es diese Videos gibt. Schön, dass es wir sowas machen kann. Das hat es früher nicht gegeben, jetzt ist es viel einfacher. Dann auch mit diesen Mitspiel-MP3s, mit diesen Playalongs oder Backing-Tracks ist es wunderbar. Ja, Jungs und Mädels, das wäre es gewesen. Schreibt mir in die Kommentarbox rein. Ich muss das wissen, wie das ankommt, was ich vielleicht verbessern muss, was ihr für Probleme habt. Schreibt es mir in die Kommentarbox rein. Das Wort Alt nicht vergessen, A für abonnieren, L für liken ist wichtig, Daumen hoch ist wichtig und T wie teilen. Ich bin ein Sportler auch, ich möchte natürlich so viel wie möglich Fans haben, na klar. Und ich möchte natürlich so viel wie möglich auch Abonnenten haben. Man kriegt nicht kein Geld dafür von YouTube, da ist nicht viel verdient dran. Aber es macht mich natürlich stolz und mich motiviert es, wenn ich mehr Abonnenten habe. Okay, das wär's. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich sage Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.